Hallo YouTube und willkommen zu einem kurzen Technik-Faultier-Video. Die Jungs und Mädels von Konrad sind wieder so toll und ich darf eine der Requisiten aus dem letzten Technik-Helden-Video verlosen. Bedeutet, das ist diesmal dieser Apple HomePod hier. Der ist aber nicht mehr neu und original verpackt, sondern natürlich ausgepackt und wurde von mir im Video dann auch getestet, beziehungsweise in den Wochen davor auch. Ich bin aber pfleglich damit umgegangen. Ne? Hier sieht echt vernünftig aus und ich meine, hallo, es gibt einen HomePod von Apple gratis abzustauben. Ich bin pfleglich damit umgegangen, es ist die schwarze Version und ja, es handelt sich hierbei um die deutsche Version mit einem deutschen Stecker und nicht wie bei meinem HomePod aus den USA, da ist noch ein Ami-Kabel dran. Da sollte ich mich auch langsam mal schlau machen, ob ich das bei Apple nicht getauscht bekomme, damit ich nicht immer so einen Steckeradapter benutzen muss. Aber das wollt ihr gar nicht wissen, ihr wollt wissen, Faultier, red nicht so viel, schick das Teil doch endlich an meine Adresse. Eins nach dem anderen. Wir lassen das wieder über das Technik-Faultier-Blog laufen. Bedeutet, unter diesem Video, in der Videobeschreibung, ist ein Link zum Blog. Da ist dann der entsprechende Beitrag. Unter dem hinterlasst ihr bitte einen Kommentar. Da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Hauptsache, so nach dem Motto, ich will den Lautsprecher gewinnen. Natürlich könnt ihr auch da reinschreiben, warum ihr den gewinnen wollt oder warum ihr unbedingt einen Apple HomePod haben wollt und das Ding, warum auch immer, den Amazon-Lautsprechern, den Google-Lautsprechern oder was es da nicht alles draußen an smarten Lautsprechern gibt, vorzieht. Würde mich vielleicht auch interessieren, müsste aber nicht machen. Wir haben heute Sonntag, den 7., das heißt, wir lassen es eine Woche laufen bis Sonntag, den 14., abends 22 Uhr, dann ist Schicht. Dann hole ich, lösche ich doppelte Kommentare, hole Kommentare aus dem Spam-Ordner, die da aus Versehen gelandet sind. Dann lasse ich einmal den Zufallsgenerator drüber laufen und dann schreibe ich denjenigen an. Der kriegt eine Mail oder diejenige kriegt von mir eine Mail, hat dann 24 Stunden drauf zu reagieren, sich zu melden, mir die Adresse zukommen zu lassen. Dann schicke ich die Kiste raus. Wer sich nicht meldet, dann ziehe ich den Nächsten. Und der, die das hat, dann auch wieder 24 Stunden sich zu reagieren. So, und das war's eigentlich. Also mehr gibt's da echt nicht zu sagen. Also ihr könnt hier, ne, wie gesagt, Apple HomePod in schwarz einfach abstauben. Ihr wisst, wie es geht. Nochmal vielen lieben Dank an Konrad, dass ich das hier wieder machen darf. Und das soll's auch schon gewesen sein. Ansonsten macht es gut. Viel Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.